Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum großen Finale von Let's Replay Medieval 2. Und auch der Winston wird wahrscheinlich jetzt in der Finalstimmung sein. Wir wollen mal hören, was er uns noch mit auf den Weg gibt. Du bist weit gekommen, Dan. An deiner Stelle würde ich jetzt speichern. Und mit so einem epischen Monolog habe ich gar nicht gerechnet. Nein, ich glaube, er sagt uns gleich noch was. Was mir allerdings gerade ein bisschen wieder Schmerzen bereitet, ist unsere Lebensenergie. Das wird nämlich sehr, sehr schwierig zu gewinnen, wenn wir so wenig Energie haben. Das wird spannend. Naja. Dan, du lebst. Ich dachte, du wärst zerquetscht worden. Ich werde dem Professor und Kia die guten Neuigkeiten berichten. Ich weiß nicht, was dich an der nächsten Ecke erwartet. Geh besser vorher zum Trödler und besorg dir Munition. Ab jetzt musst du auf dich selber aufpassen. Also, alles Gute, Dan. Viel wichtiger als Munition wäre mir ehrlich gesagt Energie. Denn die ist total mager. Was ich allerdings eben witzig finde, ne? Zuerst sagt er ganz trocken, oh, du bist weit gekommen, Dan. An deiner Stelle würde ich jetzt speichern. Und danach, Dan, du lebst! Also, als wenn er nicht gerade mit mir gesprochen hätte, aber was soll's, ne? So, was ist denn hier los? Oh, danke. Na gut, es ist nicht viel, aber es ist was. Okay. Es sind, man könnte sagen, 4 Fläschchen. Ja, kommt, glaube ich, hin. Händler, ja, wir können jetzt alles Geld ausgeben, was wir praktisch noch haben. Dienste, kann ich meine Rüst-Goldschild reparieren? Ist ja eigentlich fast noch voll, aber... Gut, und was ist mit der Rüstung? Super-Rüstung reparieren. Ja, reicht, glaube ich. Nein, ich wollte noch Munition kaufen für meine Gatling-Gun. Nee, die Dienste nicht. Wo ist denn das zurück? Ich will nicht ganz raus. So, da Angebote. Ach, kann ich noch irgendwas kaufen? Alles alle. Ja, Leute, es kommt nichts mehr großartig, ne? Der Kampf steht bevor. Versuchen wir es. Das nehme ich jetzt. Vielen Dank. Du gibst wohl niemals auf, was? Ich wusste, dass du die letzte Seite von Zaroks Buch für mich finden würdest. Du hättest dich mit mir verbünden sollen. Wir wären ein gutes Team. Leider muss ich aber mit diesen 2 Schwachköpfen auskommen. Aber Meister, ich... Schnauze! Denk darüber nach, Daniel. Eine Ewigkeit an meiner Seite. Mit meiner neuen Macht. Könnte ich dir sogar wieder Fleisch auf deine alten Knochen zaubern. Niemals werde ich dir huldigen. Was war das? Könntest du das normal murmeln? Nein? Na dann eben nicht. Ihr zwei könnt euch noch einmal beweisen. Tötet ihn, während ich den Spruch entziffere. Joa, die beiden kennen wir ja schon. Ja, ist gut, ist gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das funktionierte. Was muss man denn nochmal machen? Einfach nur hauen, ne? Einfach, glaube ich, nur draufkloppen. Ich denke, da ist unser Schwert schon das geeignetste. Ja. Also, Dogman steckt schon ordentlich ein. Es gibt eigentlich keine bessere Waffe als unser magisches Schwert. Abgesehen jetzt von den Schusswaffen, aber... Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn die beiden uns vielleicht gleich noch ein bisschen Energie schenken, wenn wir sie besiegt haben, aber... Ich habe mal die wenig Hoffnung. Das ist ja natürlich nur ein kleines Warmwerden hier, wie ihr euch denken könnt. Oh, er ist tot. Dogman ist tot. Ja, ist ja gut. Also unsere Rüstung hält ziemlich gut ab gerade. Bist du tot? Ist aber gut hier. Ey, Leute. Der zieht mir jetzt am meisten Energie ab hier, das gibt's doch nicht. Hm? Pass mal auf, ich muss jetzt bei ihm schießen. So. Erledigt. Das hat mich jetzt ein bisschen geärgert gerade, der hat mir ordentlich Energie abgezogen. Ja, ihr seid tot.
Willst du nicht mit mir reden jetzt hier? Hellthorn, hallo. Deine Leute sind tot. Ach, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, kommt da noch was? Oh ja, oh ja. Jetzt geht das nämlich richtig los. Oh, du hast meine geliebten Diener umgebracht. Wie tragisch und wie furchtbar überraschend. Tja, Daniel, es hat Spaß gemacht, aber jetzt ist dein Spiel vorbei. Es wird Zeit für dich zu sterben. So, ich muss jetzt erstmal wieder auf die Reihe kriegen, wie das funktionierte. Der hat nämlich auch so ein Muster drauf. Okay. Oh Gott, wie war denn das hier noch? Keine Ahnung mehr. Ich hab keine Ahnung mehr! Oh Gott. Überspringen? Okay. Oh, ich hab getroffen. Immerhin. Ach genau, und aus Versehen schießt er dann praktisch seinen Dämon an. So war das, ja, okay. So. Ja, man muss immer so ein bisschen hin und her wechseln. Man sieht praktisch den ersten Schlag und da muss man halt wechseln. Okay. Geh weg! Ich sehe mich nicht! Natürlich schlecht. Obala, ja, das habe ich nicht gesehen. Okay. Ah, schade, fast. Und? Er ist schlauter noch da, genau, rüber und dann. Ja, das ist immer. Ja. Ich muss ein bisschen taktischer vorgehen. Komm her. Habe ich ihn getroffen? Nee. Oh Mann, das ist... Ja, die Attacke, da muss ich besser ausweichen, ich weiß. Das muss mir viermal gelingen, dass er praktisch seinen Dämon abballert. Genau, wenn er das zweite Mal geschlagen hat, dann muss ich praktisch abhauen. Oh, das war nicht gut. Und jetzt abhauen. Ja, ich muss auch flitzen, aber er will nicht immer flitzen, das ist das Problem. Zur Seite. Ah. Okay, da kann ich auch noch so drüber springen über beide. Ach man, ich... Ja, das war jetzt ein bisschen doof, aber okay. Wir sind aber auf einem guten Weg, denke ich. Das ist auch mit der Energie möglich, die wir da haben. Die Hälfte hatten wir ja schon. Ich hätte nur noch ein bisschen öfter treffen müssen. Muss ich das Ganze mit Manda und so weiter und Dogman da auch nochmal machen? Das weiß ich gerade nicht mehr. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich glaube schon. Ja, doch. Weil, dann habe ich ja die Möglichkeit, mich da noch ein bisschen besser zu schlagen. Dann würde ich noch ein Energiefläschchen behalten. Ist der Dämon, ne? Ja. Okay, dann das Ganze halt nochmal. Sollte ich bei diesem Mal jetzt nochmal sterben, würde ich sagen, das haben wir schon gesehen. Dann schneide ich euch praktisch an die Stelle ran, wo wir beim Dämonkampf sind, genau. Ah, hier sieht man das Bild auch nochmal so schön. Der Dämon. Ich finde das cool. Ist doch ein schöner Endkampf eigentlich. Mir gefällt das. Noch mal eben aufladen und am besten danach abspeichern. Vielleicht, ja nee, also die Fontäne wäre dann wahrscheinlich nicht wieder da. Also am wichtigsten ist wirklich die Gatling Gun, würde ich sagen. Deswegen alles Geld, was wir jetzt noch haben, in die Gatling Gun investieren. So.
Haben wir noch andere Schusswaffen? Gut, die sind soweit alle voll. Ja, das ist nicht so schlagisch, genau so tragisch. Und den Rest, glaube ich, in die Rüstung, ne? Ja, mehr haben wir nicht, glaube ich, auszugeben. Doch, wir können auch ein bisschen Gewehrmunition kaufen. Das haben wir. Ich denke, so haben wir das ganz gut investiert. Und das speichern wir jetzt nochmal ab. Oder darf ich gar nicht nochmal speichern, Winston? Ich hänge fest. Winston! Winston! Dan! Ich dachte, ich darf nochmal speichern, aber ich darf anscheinend nicht. Gatling Gun für die beiden Typen. Ja, doch. Erstmal Schwert für Dogman und sobald dann der Mender anfängt zu flitzen, würde ich sagen, schießen. Aber erstmal machen wir Dogman platt. Also, solange Dogman noch nicht tot ist, ist der Kampf total billig, ne? Kann man eigentlich auch nicht als Kampf bezeichnen, weil die wehren sich ja gar nicht. Ah, doch, jetzt. So. So. Das war doch schon mal ganz gut. Liegt hier noch irgendwo was rum, was wir vielleicht mitnehmen können? Ist das, nee, ich dachte, das wäre ein Geldsack, aber das war nur so eine durchgebackte Lava oder sonst irgendwas da. Aber hier ist sonst nichts. Das ist sehr, sehr schade. Gut, dann gehen wir raus und machen den Dämon platt. Ich hoffe es. Cutscene haben wir gesehen. Die brauchen wir nicht nochmal. Gut, als erstes noch da. Ja, das war jetzt dämlich von mir. Ich hätte warten müssen. Ich weiß. Hier getroffen. Bin mir nicht sicher. Feuer, okay. Die erste Feuerstufe ist noch Pillepalle. Einfach rüberspringen. So, jetzt muss ich gucken. Ah, er schießt schon wieder. Okay, diesmal haben wir ihn. Erste Etappe. Geschafft. Ich kann sagen, kommt nichts mehr. Genau, so müssen wir das machen. Eigentlich ganz simpel. Gleiche nochmal. Jo, das ist eigentlich eine schöne Sache. Ah, hier habe ich volle Kanne getroffen. Ja. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Da macht er ja schon direkt zwei Stufen. Ah, oh, volle Kanne getroffen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich stelle mich gerade nicht so gut an. Ein bisschen mehr Konzentration, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Ja. Wie hast du das gemacht? Ich habe das gar nicht richtig erkannt. Kann. Ey, das war jetzt unfair. Eigentlich dachte ich, wäre ich nämlich ausgewählt. Nochmal? Jawohl. Und jetzt Feuer. Nee, er hier. Verjagt habe ich ihn, aber er ist nicht gestorben. Er ist gestorben. Gestorben ist er sowieso noch nicht. So, so langsam könntest du mal wieder einen verpult kriegen da. So. Flitzen ist nicht mal unbedingt notwendig. So langsam. Ich finde schon, so langsam könntest du mal wieder
ihn abknallen, dein Haustierchen da. Na endlich! Sehr schön. Zweite Etappe. Soweit waren wir schon mal. Ja, ja. Nochmal? Nee. Ach. Ja, ne. Ich mag diesen Endkampf eigentlich total gerne. Ich war beim ersten Mal etwas überfordert, weil ich vorher noch nie bei diesem Endgegner war. Also beziehungsweise, ja doch, war ich nie. Hab's nie geschafft, das mit dieser Kathedrale und den ganzen Kram. Und das erste Mal wirklich im Let's Play habe ich das dann geschafft. Ah, das heißt, hier hinzukommen. Und dann habe ich wirklich im Let's Play das erste Mal diesen Endgegner überhaupt besiegt. Und das fand ich schon cool. Deswegen kenne ich den jetzt ja auch ein bisschen schon. Und muss sagen, diesmal komme ich besser zurecht hier auf jeden Fall. So, jetzt geht das nämlich wirklich los. Die letzte Etappe. Und da hat er mich direkt getroffen. Schade eigentlich. Genau, jetzt macht er noch wieder ein anderes Schema. Nicht! Oh Gott. Ups. Oh, ja, ist ja gut, ist ja gut. Was soll ich denn machen? Heidewitzka. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich werde zu übermütig und ja, ist klar. Ja, du nimmst jetzt doch nur noch Bomben hier. Jawoll! Zeit, meine Niederlage einzugestehen. Aber das werde ich niemals tun. Wenn ich untergehe, werde ich euch mitnehmen. Seltsam. Ich wollte immer nur ein wenig Respekt. Und natürlich die Weltherrschaft. Dass mich die Leute bestaunen. Das hier werden sie nie vergessen. Tja. Ein kleiner Abschlussgag. Da war er dann auf einmal wieder
bei Sarok, beziehungsweise es war eine Mischung aus Sarok und Palethorn, vom Gesicht her zumindest. Ja, eigentlich ein Happy End. Einer von euch Zuschauern, von euch Abonnenten, hatte mir den Tipp gegeben, dass man noch ein besseres Ende wohl bekommen kann, wenn man den Endgegner ohne die Gatling Gun zu benutzen besiegt. Halte ich für ziemlich utopisch. Also deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht, weil ich hatte erstens nicht viel Energie. Und mit Pfeil und Bogen und so weiter das hinzukriegen, das erfordert schon wirklich, wirklich Fingerspitzengefühl und das habe ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass ich das hingekriegt hätte. Deswegen, ja, ich wollte es euch nur mal gesagt haben, es soll noch ein super, super Bonusende geben oder so, wenn man halt den ohne Gatling Gun besiegt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Könnt ihr mir ja nochmal schreiben, ob das wirklich so ist und ansonsten kann ich ja mal gucken, ob ich da was finde. Würde mich interessieren. Ja, ansonsten ein wirklich schönes Let's Play, wie ich finde. Hat Spaß gemacht. Auch die Gäste, Dave und Vampy, waren dabei und es hat wirklich auch mit denen Spaß aufzunehmen gemacht. Ja, ich kann nicht reden. Auf jeden Fall denke ich, war es ein würdiges Replay. Wir haben jetzt Teil 1 und 2 zusammen replayed und es werden auch bestimmt noch wieder Replays kommen. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, zu welchen Spielen, aber es könnte dabei irgendwann vielleicht mal auch ein Capcom-Spiel sein. Aber vielleicht, das heißt auch, es könnte ein Capcom-Spiel sein, nicht auch. Ich rede heute wirre, tut mir leid. Aber ich möchte nicht dazu sagen, was es sein könnte. Auf jeden Fall schon lange, lange her, dass ich das Spiel Let's Played habe. Jetzt kommt eigentlich nach diesem Replay-Projekt das langersehnte PC-Spiel Legend of Grimrock. Das sollte hier eigentlich starten. Und das wird eigentlich auch kommen. Nur ich schieb noch was Kurzes dazwischen aus aktuellem Anlass, denn der Alex wurde getaggt. Und zwar vom Dave. Und ich muss mich diesen Tag-Fragen natürlich stellen. Es sind 50 an der Zahl, bin ich der Meinung. Die Frageliste bekomme ich dann demnächst hier. Und da werde ich das im Zuge meines Running Let's Plays beantworten. Das heißt, ich schiebe nochmal 8 Folgen Swing hier zwischen. Das ist ja mein aktuelles Running Let's Play. Das werden wir dann wieder spielen für 8 Runden. Und dabei werde ich dann auf die Tag-Fragen von Dave zu sprechen kommen. Ich habe natürlich noch andere Fragen von euch. Die vergesse ich nicht, die habe ich mir aufgeschrieben. Die werden dann praktisch eine Session weiter nach hinten rücken. Die kommen auf jeden Fall, werde ich auch beantworten. Aber erstmal vorrangig die Tag-Fragen von Dave, damit das praktisch nicht in Vergessenheit gerät von mir. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Und mir bleibt nur noch zu wünschen, dass ihr Spaß habt weiterhin bei meinen Videos. Dass ihr mir treu bleibt. Und natürlich dürft ihr euch gerne auch wieder über dieses Replay auslassen, im positiven sowie im negativen Sinne. Und ja, schreibt's einfach in die Kommentare. Oder meinetwegen könnt ihr es auch mittels eines Daumen hier kundtun, ob ihr es gut fandet oder schlecht fandet. Das bleibt euch überlassen. Also ich würde nur ganz gerne wissen, wie es denn angekommen ist. Ja, okay. Dann sind wir am Ende. Und Medieval 2 ist vorbei. Ich finde, ein schöner Nachfolger, wobei er halt nicht ganz an Teil 1 ranreicht. Das ist halt weiterhin meine Meinung. Aber ich mag beide Spiele, besonders den Endkampf in diesem Spiel finde ich sehr, sehr gelungen. Und ja, wir sind am Ende. Und ich entlasse euch mit diesem Bildschirm. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.